Ich liebe es ja, richtig gute Fotos mit meiner Kamera zu machen und damit unterwegs zu sein. Habt ihr schon mal ein Fotoshooting vielleicht gemacht mit euren Freunden? Falls ihr sie bis jetzt nicht dazu bereden konntet, habe ich eine Sache für euch, die euch vielleicht helfen könnte. Findet ihr solche Bilder genauso cool wie ich? Ich mache das super gerne und ich zeige euch heute, wie ihr das sogar mit dem Smartphone machen könnt. Ihr braucht dafür euer Smartphone, dann etwas, womit ihr euer Smartphone befestigen könnt. Das kann hier so ein Stativ sein oder irgendwas Schweres, wo ihr das Smartphone anlehnen könnt, damit es nicht verwackelt. So erhaltet ihr auf jeden Fall bessere Aufnahmen. Dann braucht ihr Licht. Das kann sein, ich habe hier zum Beispiel so eine Fake-Kerze, die leuchtet ganz süß, oder eine Taschenlampe. Einfach irgendeine Lichtquelle, damit ihr leuchten könnt. Ich habe hier auch noch Lichterketten, solche Dinge, um mit Licht zu malen. Dann braucht ihr eine App. Ich habe in diesem Fall die Light Painting App, mit der ich nachher die Bilder male. Das zeige ich euch dann und ich würde sagen, los geht's. Okay, jetzt hole ich Kim dazu und dann kann es losgehen. Okay, legen wir mal los. Ich mache jetzt hier mal die Taschenlampe mit Light an, damit wir überhaupt sehen, was wir fotografieren wollen. Ich möchte jetzt dieses Blatt hier fotografieren und Kim wird gleich was darüber schreiben. Ich habe hier eingestellt, dass ich 10 Sekunden Zeit dafür habe. Ich kann das aber jederzeit auch unten in der Mitte abbrechen. Und ich habe hier in den Einstellungen eingestellt, dass meine Belichtung nicht zu hell ist, nicht zu dunkel ist. Und ich kann hier auch einstellen, nachher für das kleine Licht, ob das sehr gepunktet oder eher wirklich ein gerader Strich sein soll. Ich mache mal hier so ein bisschen was dazwischen. Das sieht immer ganz gut aus. Und jetzt starten wir mal. Also läuft, Licht aus. Ich drehe mich zu Kim und Kim schreibt: Mein Herz. So, unsere Ergebnisse sehen so aus. Mit ein bisschen mehr Übung kann es dann auch so aussehen. Werdet einfach kreativ, probiert euch aus. Und mein Extra-Tipp an euch: Nutzt die App Color Light Touch. Da könnt ihr hier die Farbe wechseln. Also nutzt einfach ein zweites Smartphone von eurer Freundin, eurem Freund, um ja, coole Bilder zu machen. Die sehen dann zum Beispiel so aus. Auf Insta könnt ihr uns eure Bilder schicken und vergesst nicht hier auf den Abonnieren-Button klicken.